Hallo und herzlich willkommen bei einem weiteren Video. Wie wir schon angekündigt haben, wollen wir euch heute die Schwenkkanonen etwas näher bringen. Und fragt mich nicht, was das hier im Hintergrund ist, da hat David seiner Fantasie mal wieder freien Lauf gelassen. Also wir sind hier wieder auf unserem, Plateau oder so. Und heute geht es um die Schwenkkanonen. Wir haben jetzt hier nicht so viele aufgebaut, weil es nicht so viele unterschiedliche bei denen gibt. Wie ich weiß, wir hatten eigentlich im letzten Video angekündigt, dass wir heute halbautomatische Kanonen machen, aber ich glaube, wir wollen das nicht mehr machen, weil letztendlich sind eigentlich nur die zwei Automatics von dem Video halt im halbautomatischen Modus und gäbe es noch eine Kanone mit Nachlademechanismus, das ist eigentlich total simpel. Wenn ihr wirklich davon noch ein Video wollt, könnt ihr es ja in die Kommentare schreiben, aber eigentlich fanden wir das jetzt hier eigentlich also wichtiger. Genau, und hier der erste Typ. Das ist jetzt eine normale Schwenkkanone. Zum Prinzip erstmal, wir haben jetzt hier wie bei allen normalen Kanonen hinten, wie gesagt, die Treibladungen. Hier von oben kommt das Projektil immer runter. Jetzt ist halt die Besonderheit, dass man mit Schwenkkanonen zielen kann. Und wie man hier schon sehen kann, haben wir schöne bunte Zeichen auf die Dirtwand gepackt, die wir jetzt versuchen abzuschießen mit diesen Kanonen, damit man auch mit ihr auch sieht, wie man mit denen zielen kann. Um mit den Kanonen zu zielen, muss man jetzt hier auf die rechte Seite noch TNT setzen. Dann fliegt das Projektil nämlich leicht nach links, weil er kommt die Druckwelle sehr stark von hinten, weil sehr viele Treibladungen hinten sind. Und dann noch eine leichtere Druckwelle von rechts. Das bewegt das Projektil dann etwas nach links. Und generell, diese Schwenkkanone ist jetzt ein Komforttyp sozusagen. Die ist sehr benutzerfreundlich. Das heißt, man kann sich hier hinstellen, von hier die Treibladungen überall einfüllen. Durch die Halfstone Slab verpasst oder verfehlt man auch nie den Block, wo das Projektil dran muss. Ne? Und hier hinten kann man auch den Auslöser drücken. Da hier hinten kann man auch mal erkennen. Der Auslöser leitet mit 2 Ticks Verzögerung die Zündung der Treibladungen ein. Und die 2 Ticks wegen den 2 Fackeln, die wir hier benutzt haben, um das nach oben zu leiten. Genau. Und dann läuft jetzt hier eine sehr, sehr hohe Verzögerung rein, alles. Die ist wichtig, weil bei Schwenkkanonen ist gewöhnlich so das Ziel, dass man mit denen möglichst genau zielen kann. Wenn man jetzt zum Beispiel irgendwo einen Berg hat, wo ein Haus draufsteht, und man beim ersten Schuss nicht direkt getroffen hat, kann man durch die Verstellung eines Repeaters hier, wofür auch die Leiter ist, kann man sozusagen die Höhe verstellen. Wenn wir den Repeater jetzt ganz auf höchste Verzögerung packen würden, dann würde das, das würde das Projektil ganz, ganz, ganz spät gezündet werden. Das heißt, es wird, die Druckwelle erwischt ist, wo es hier noch ganz, ganz oben liegt, aber es ist schon gezündet, das heißt, es fliegt viel höher. Wenn wir jetzt die Verzögerung runter tun, dann hat es noch genügend Zeit, um runterzufallen auf den Auflegeblock. Und ja, dann fliegt es halt nicht so hoch. Also kurz noch als Info, wir werden jetzt wahrscheinlich nicht alle Ziele hier auf der Wand treffen, da das doch einige sind, manche ziemlich klein sind. Und vor allem, ich glaube, so hoch kann man damit dann doch nicht schießen, selbst wenn man die Verzögerung eben ganz lang macht. Aber mal sehen, wir bemühen uns auf jeden Fall. Ja, und die Verzögerung ist also im maximalen Fall hier jetzt 8 Ticks und 8 vollen Repeater und 3 Ticks. Wir haben hier vorne einen Repeater nur auf die dritte Stufe gestellt, da es also unmöglich ist, wenn man diesen Repeater hier verstellt, auf 9 Ticks zu kommen, 9 vollen Repeater. Und bei 9 vollen Repeatern hätten wir nämlich das Problem, dass es explodiert und erst danach das TNT gezündet wird. Und das wäre relativ wahrscheinlich, also ist etwas gefährlich so. Und jetzt ist halt das ausgeschlossen. Gut, also wir können uns auch mal zeigen, wie es jetzt funktioniert mit dem Schwenken hier. Das Projektil wird auch sehr schnell sein, deshalb Matze fliegt man lieber vor. Ach, ich denke, das sieht man von hier auch gut. Okay, ihr habt es jetzt gesehen, das war jetzt wahrscheinlich die Verzögerung doch zu lang, weil es von der Wand sogar wieder abgeprallt ist und erst irgendwo hier unten explodiert ist. Also ich glaube, die müssen wir da etwas kürzer stellen. Ja, also wir haben hier das Problem,
dass man bei der höchsten Verzögerung, die zwar sehr praktisch ist, um Ziele, also um die Höhe sozusagen zu verändern, also wie gesagt, mit diesen Ziel- oder Schwenkkanonen kann man wie gesagt sehr stark zielen. Und das kann man jetzt in dem so halt so machen, indem man entweder jetzt hier die Treibladungen auf der rechten Seite verändert und die von hinten verändert. Wenn man jetzt da zum Beispiel sehr, sehr viele reinmacht, ist es ein sehr starker Druck von hinten. Wenn man sehr viele auf die rechte Seite macht, wird es sehr stark nach links gelenkt. Und das ist halt sozusagen die horizontale Verstellung ist damit möglich. Wenn man jetzt aber möchte, dass es höher oder niedriger fliegt, kann man das verändern durch die Repeaterzahl, aber auch nur, wenn man ganz, ganz, ganz viele Repeater drin hat. Ansonsten hat nämlich das Projektil immer genügend Zeit, runterzufallen auf die, in diesem Fall haben wir jetzt hier einen Zaun und Pressure Plate genommen. Und der hat halt so genügend Zeit, um runterzufallen. Ja, und dann macht es auch nichts mehr aus, ob man jetzt einen Repeater mehr oder weniger drin hat. Also Aber wenn von man jetzt halt wenige Repeater drin hat, kann man es also auch so einstellen, dass es direkt beim ja, Einschlag sozusagen explodiert und nicht erst runterrutscht. Das ist auch ganz praktisch. gut, ich würde sagen, von der Einstellung her hat es ziemlich gepasst, ist ziemlich genau auf diesen auf dieses Kreuzziel hier geflogen. Wollen wir das nochmal unter Beschuss nehmen? Ich denke, mit kleinerer Verzögerung müsste das jetzt Oder ich klappen. wäre jetzt mal für dieses violette Ziel mit den Eisenblöcken in der Mitte, das würde ganz gut passen, schätze ich mal. Ich denke, dass wir dafür nur ein einziges Projekt, eine einzige Treibladung auf der rechten Seite brauchen, weil es ja nicht so weit, ja, links geht. Und ja, genau, Ehrlich und hinten noch ist relativ viel frei. gesagt, das geht aber fast gar nicht nach links. Das heißt, ich würde das auch nicht hier ganz vorne platzieren, sondern hier in der Mitte eventuell. Ja, das ist also auch noch eine Möglichkeit, die man hätte, aber ich würde es jetzt erstmal so versuchen. Ja, okay, probier es einfach mal. Also bei Schwenkkanonen ist es auch immer so, man muss mal ausprobieren. Ja, du hast schon recht, es war wirklich zu stark jetzt. Und die Verzögerung war wieder zu lang, ist wieder abgeprallt hier, leider. Ja, ich werde jetzt hier oben die Verzögerung ziemlich drastisch runternehmen. Ja, also im Vergleich zum vorigen hat es schon was ausgemacht, weil das da wirklich erst hier unten explodiert ist, hier schon etwas früher. Es ist immer noch zu weit links, was mich ehrlich gesagt etwas wundert. Okay, also von der Verzögerung her war es fast perfekt diesmal, hat dieses Ziel fast getroffen, noch einen halben Repeater oder so weniger, dann müsste es klappen. So. Also diesmal ist auch von rechts das zweite. Okay. Jawohl, voll erwischt das lila Ziel hier unten. Okay, erstes Ziel weg. Ich würde aber fast sagen, noch einen Repeater-Tick weniger. Weil es ist schon fast wieder abgeprallt. Mach noch einen weniger. Das Gute ist halt hier, dass man das wirklich oft genug ausprobieren kann. Ja, und diese Kanonen sind wirklich praktisch, wenn man oder so das Hauptziel schon zerstört hat, dann kann man auch die weiteren Ziele angreifen, die nicht wirklich eine Bedrohung für die Kanonen darstellen, zum Beispiel. Beispiel bei einem Wargierkampf, wenn man da schon das Ziel, was direkt dieser Kanone gegenüber liegt, zerstört ist, aber links davon eine Kanone ist, die ständig in die Mitte des Wargiers ballert, dann wäre es schon praktisch, wenn man diese Kanone ganz gezielt ausschalten kann. Dafür sind solche Schwenkkanonen wirklich praktisch. Oh, das war jetzt ein sehr schöner Treffer. Ja, das hat dieses hellblaue Wolle-Ziel komplett vernichtet. Das war echt Ja. gut. Es ist leider auch wieder ein bisschen halt, ja, Zufall, wo es hinfliegt. Man kann es zwar sehr, sehr viel steuern, also im Vergleich zu anderen Kanonen, aber ein bisschen ist auch immer Zufall, wohin dieses Projektil jetzt hüpft. Wenn es sehr stark nach links hüpft zum Beispiel. Ja, dann hat man auch wieder ein Problem, was dann zu weit nach links fliegt. Ja, wieder an dieselbe Stelle ungefähr geflogen. Jupp, da waren wir schon. Also man kann das auch so machen, indem wir jetzt das hier zum Beispiel um 1 erweitern. So. Also jetzt können wir nämlich ganz hier hinten noch eins reinsetzen, genau. Und jetzt dürfte es eigentlich etwas besser passen. Ja, weil es hat vorhin immer noch links vorbeigeschossen. Ich denke, jetzt müsste es wirklich klappen, weil das war schon ziemlich nah vorhin.
Oh ja, Jawohl. super getroffen jetzt. Ja, der war gut. Schießt noch einmal so und der Rest ist wahrscheinlich auch noch weg. Ja. Und ist auch praktisch bei dieser benutzerfreundlichen Version, da hat man hier auch direkt ein Fenster, wo man gucken kann, ob der Schuss was funktioniert hat oder nicht. So, ich habe es jetzt noch mal einen Repeater-Tick runtergestellt, wenn es jetzt klappt. Ja, der hat es jetzt gut Nee, der jetzt hat explodiert. überhaupt nicht geklappt. Ja, von der Verzögerung her fand ich es gut. Von der, wie es geflogen ist, war es scheiße. Das stimmt. Ja, also es, wie gesagt, es liegt auch viel an dem, ja, an dem Glück, was man zu sagen hat. Ja, jetzt ist natürlich wieder gut gewesen, hast zerstört das Ziel. Genau, sehr gut. Jetzt können wir sozusagen mal versuchen, das orange Ziel mit dem roten Punkt drin zu treffen. Da hat die Höhe, die, ja, also die horizontale Einstellung passt es eigentlich sehr gut, weil es eigentlich nur über dem Ziel, was wir gerade eben abgeschossen haben. Jetzt müssen wir nur die Repeater verändern, damit es höher wird. Das heißt, wir packen jetzt so viele Repeater drauf, wie es geht. Das heißt, wir machen die alle wieder voll. Das heißt, jetzt haben wir wieder die ganzen 8, 8 und 3 Ticks. Ja, und deshalb dürfte es funktionieren, schätze ich mal. Also es sollte Also auf jeden höher wird es Fall, auf jeden Fall sein. ja, deutlich höher soll es sein. Oh ja, sehr gut. Oh nein, Also Fail. das war jetzt im Vergleich wirklich sehr hoch, aber da hat es halt nicht mehr so viel von den Treibladungen von hinten abbekommen, weil es eben doch noch etwas zu früh gezündet wurde. Ich tue es einen Tick wegmachen. Ja, von der Richtung her hat es super gepasst. Und was man natürlich sagen muss, packt lieber Kanonen in euren Wargear, die wirklich zuverlässig sind, weil mit solchen Kanonen muss man wirklich sehr gut zielen können, dass es sich lohnt sozusagen. Also jetzt hatten wir, hat es wieder super getroffen, nur das Problem ist jetzt halt gewesen, dass wir jetzt, dadurch, dass es so hoch geschossen ist, mussten wir so viel Verzögerung drauf tun und jetzt hat es viel zu spät erst explodiert. Ja, nimm noch mal ein oder zwei Repeater-Ticks raus. So. Ja, es ist wieder zu niedrig. Also, die Kanonen, die Sprengkanonen sind nicht so gut, wenn es sich um so flache Flächen handelt. Hätten wir jetzt zum Beispiel diese ganzen Sachen nicht in den Dirt hineingebaut, sondern außenstehend oder so, ich werde jetzt das Ziel hier jetzt mal so einkasteln, sodass es hier raussteht. Jetzt können wir versuchen, das mal wieder abzuschließen und ich glaube, jetzt dürfte es besser funktionieren, da das Projektil auch wo hängen bleiben kann. Ja, vorne ist es, glaube ich, direkt an der Wand runtergefallen. Also wenn das wieder so fliegt wie vorne, müsste es echt wirklich klappen, ja. So, ich verstellte noch eben die Verzögerung so, wie wir es vorhin hatten. Okay. Ja, jetzt ist es nur wie abgeprallt, aber es war fast perfekt. Wie gesagt, es ist ziemlich schwierig, ja, zu zielen, aber wenn es dann wirklich die letzte gegnerische Kanone zerstört, dann hat man doch, hat sich doch gelohnt. Ich würde sagen, wir probieren es jetzt vielleicht doch mit dem Schuss hier einmal oder so. Dann gehen wir weiter zur nächsten Kanone. Ja, Weil. also wie gesagt, ich habe gerade wieder gesehen, das ist das Projektil ein bisschen zu weit nach links gehüpft bei der Aktivierung. Das ist wie gesagt alles etwas, ja, Glückssache. Diese Kanone hier ist jetzt einen noch weiteren Radius hat sozusagen, wo sie hinschießen kann. Aber ansonsten eigentlich genau dieselbe, halt nicht mehr ganz so benutzerfreundlich. War, ja. Aber man kann es eigentlich immer noch recht gut nachladen, finde ich. Also vor allem, wenn man den Platz außenrum hat, wie hier jetzt hier. Also normal wäre das natürlich hier, wären hier natürlich noch ein paar Wände und so. Aber es müsste eigentlich trotzdem gehen. Ja, also wir können jetzt hier wieder nach links schießen oder nach rechts, wie ich es jetzt gerade aufgebaut habe. Oh, jetzt hätte ich beinahe das Projektil vergessen. Da ist nur wichtig, dass ihr es bei der Version so aufbaut, dass der Mechanismus, mit dem das Projektil angezündet wird, nicht irgendwie die Flugbahn des Projektils behindert. Ja, also kannst nach rechts wieder geflogen. Ich würde sagen, das hatte zu viel Schwung von hinten. Vielleicht nehmen wir da ein oder zwei TNT von hinten mal raus. So, probieren wir es mal so.
weil das war jetzt wirklich sehr schnell und ist wirklich ziemlich übel abgeprallt. Ach, jetzt habe ich die falsche Seite beladen. Er schießt direkt nach links. So, ist nochmal mit der richtigen Seite. Und wenn ihr euch fragt, warum wir hier perfekt getroffen, wäre das Ziel jetzt hier wieder so rausgestanden, wäre auch gar nicht mehr abgeprallt. Okay, von der Geschwindigkeit, wie es rausgeflogen ist, war es gerade, glaube ich, gut. Also lassen wir das mal so. Drei Ja. TNT hinten frei. Vielleicht tust du noch einen Repeater raus, damit es nicht mehr abprallt. Dann müsste es wirklich gut klappen. Ich würde sagen, ich würde es nochmal probieren, jetzt da ich es hier rausgepackt habe, also ja, was draußen dran gebaut habe. Oh, Mist, jetzt haben wir wieder das Projektil vergessen. Das war mal ein Fail. Naja, lieber das Projektil vergessen als die Treibladungen. Ja, allerdings. Okay, es war schon ganz gut. Also, jetzt muss man einfach ein bisschen probieren. Das wird schon noch richtig gut treffen. Und wenn ihr, wie gesagt, wenn ihr euch fragt, warum wir jetzt hier den Zaun mit Pressure Plate benutzen, ist einfach etwas sicherer bei den Schwenkkanonen, weil wir hatten schon oft Probleme mit Brauchschäden bei diesen Kanonen. Und ja, also wir haben generell, wenn man möchte, dass die Kanonen nicht in die Luft fliegen, sollte man die Version mit Zaun und Pressure Plate benutzen. Also wie, so wie du es jetzt hier aufbaust, wird das TNT so ziemlich geradeaus fliegen Ja, und wir das werden wollte ich uns nicht jetzt auch hoch. mal und nicht dauernd immer auf eins schießen, sondern versuchen auch mal andere zu treffen. Das Lila mit dem Eisenblock in der Mitte ist ziemlich zentral. Okay, zu spät explodiert. Also alle Ablenkungen, die es jetzt hast nach rechts, das war alles nur Sache, wo es jetzt hingefallen ist, das Projektil. Ja, rein von der Theorie her müsst ihr jetzt eigentlich exakt geradeaus schießen, aber es ist halt immer wieder so ein bisschen Zufall dabei. Ja, aber es mag nach links zu fliegen, ich sehe schon. Nimm vielleicht mal wieder einen Repeater raus, weil das ist zu spät explodiert. Ist schon wieder runtergefallen. Ach nein, ich habe schon wieder das Projektil vergessen. Ach, wie ärgerlich. Ach, kommt vor. So, der war das auch schön. Aber wieder zu spät explodiert leider. Er muss Okay. geduldig sein bei Schwenkkanonen. Ja, probieren wir es noch einmal, würde ich sagen. Und danach gehen wir hier rüber zu der. Vor allem, weil die noch eine deutlich erhöhte Feuerkraft hat. Ich denke, da treffen wir dann noch eher mehr Ziele. Ja, also diese Kanonen sind wirklich praktisch. Mit Brauchstand würden die ganzen Projektile noch höher vor allem fliegen. Und da müsste man das jetzt nicht so mit den ganzen Repeatern regeln. Die, also mit Brauchstand wären sie praktisch, wenn man sie ziemlich weit unten bauen möchte und hochschießen möchte. In diesem Fall wollen wir aber nicht wirklich hochschießen und ja. Also die Version, die wir jetzt hier haben, das ist jetzt eine auch eine Schwenkkanone. Aber das ist eine ganz lustige Kreation, die ich gerade eben selbst gebaut habe. Die hat einen Doppellauf. Und ich habe Doppellauf und Breitenlauf mit seichtem Wasser. Und dadurch hat sie eine viel stärkere Kraft als die anderen Kanonen. Obwohl, wenn man bedenkt, dass sie auch viel mehr Projektile sind, ist es eigentlich auch irgendwie. David, lass mal links raus, weil ich denke, wenn wir jetzt so abfeuern, treffen wir die beiden Ziele links hier ziemlich gut. Dann müsst ihr Ja. eigentlich direkt Genau, das geradeaus ist eigentlich auch der fliegen. Sinn dieser Kanone. Man sollte sie so einsetzen, zum Beispiel, wenn man da eine gegnerische Kanone hat, dann kann man sie zerstören, indem wir es abfeuern. Dann wird das gegnerische Ziel zerstört, zum Beispiel. Und dann kann man jetzt hier den linken Lauf noch dazu nehmen von den Treibladungen und dann das nächste Ziel gleich unter Beschuss nehmen. Und das ist wirklich praktisch. Okay, wumm, das war mal ein ordentlicher Treffer. Ihr seht schon, es hat jetzt auch deutlich mehr Schaden angerichtet, eben aufgrund dieser 8 Projektile. Ist für eine Schwenkkanone eigentlich schon richtig viel. Und damit kann man halt dann wirklich gute Sachen ziemlich arg beschädigen oder zerstören.
Ja, also das ist eigentlich keine richtige Kanone, mit der man jetzt wirklich sein Ziel, ja, auf sein Ziel zielt und so guckt, ja, muss jetzt höher oder nicht. Und das ist mehr so eine Kanone, mit der man einfach möglichst viel zerstört. Und wenn es gerade, ja, zum Beispiel jetzt hat, würde ich jetzt hier mal schön was an Verzögerung rausnehmen. Ach, hast du schon? Nein, habe ich eigentlich nicht. Ich versuche hier gerade ein bisschen einen Lauf vorne hinzubauen, damit es nicht ganz so nach links hier fliegt. Geht das, meinst du? Ich glaube, das hilft vor allem, sie prallen auch hinten ein bisschen ab. Und ja, ich habe es schon mit Lauf versucht, und das funktioniert eigentlich nicht so gut. Ja, wir können es nochmal versuchen. Ja, wenn es zum Beispiel zu einer Richtung sehr stark geschossen hat, kann man dann auch mehr jetzt in eine andere Richtung schießen, indem wir es hier die auf linke Seite was setzen. Das Gute dabei ist, dass es jetzt auch nicht mehr so stark streute, als mehr so in eine Richtung fliegen. Ja, die zwei Ziele hier links treffen jetzt leider nicht so gut, aber hier drüben hat es, glaube ich, richtig gut eingeschlagen. Probieren wir gleich nochmal, dass wir vielleicht noch weiter nach links kommen hier. So, Feuer. Ha, ha, ha. Okay, das war jetzt schon fast zu weit nach rechts. Nimm mal wieder ein bisschen was von links raus. So ist es wieder die Hälfte. So, ich feuere wieder. Haha, das sieht brutal aus. Das sah gerade ziemlich gut aus, glaube ich. Ist nur leider wieder hier abgeprallt an der Wand. Also wie Nimm mal gesagt, noch. Sprengkanonen sind wirklich sehr praktisch, aber auf halt eine ganz, ganz glatte Oberfläche sind sie ja noch nicht so effektiv. Ja, man sieht schon, jetzt sind hier auch schon inzwischen ein paar Löcher drin. Also auf diesen Löchern hier oder so würde das natürlich sehr gut liegen bleiben. Das ist natürlich dann auch gut in einem Wargear, weil wenn man da einmal geschossen hat, dann sieht der Wargear ja nicht mehr so glatt aus, sind auch überall Löcher drin und so. Und deswegen sind die eben in einem Wargear auch sehr nützlich. Ja, also in fast, was heißt denn, ja, wir haben eigentlich in jedem Wargame von uns eine Schwenkkanone drin oder eigentlich sogar mehr, weil diese Kanonen sind einfach wirklich total, man braucht diese Kanonen wirklich, weil nachdem alles zerstört ist, kann man mit denen noch viel rausreißen und gegnerische Kanonen zerstören. Oder ja, genau. Und da man so gut mit denen zielen kann, kann man die auch zum Beispiel ganz rechts unten ins Eck oder ganz links unten ins Eck, wie wir das in unserem V1 hatten, einbauen. Weil da trifft ja eigentlich Oh, fast... schön. Ja, das Ziel hat sich ja voll zerfetzt. Ja, ich war dabei, vor allem hier rechts unten oder ganz unten in den Ecken trifft ja eigentlich fast kein TNT vom gegnerischen Wargear. Das heißt, die Kanonen sind da eigentlich recht sicher und nach dem ersten Schuss auf jeden Fall noch zu gebrauchen. Ja, gut. Also das wären sozusagen die Kanonentypen, die wir so haben. Gut, es gäbe auch noch eine Automatikkanone, Fail. Es gibt auch eine Schwenkkanone, die kann 360 Grad sozusagen schießen, in wirklich alle vier Richtungen. Das ist nur noch wirklich viel schwieriger zum Ba Aufbau. Und in gewisser Weise muss man da auch aufpassen, dass man die nicht selbst zerstört. Und das Ziel mit denen ist, wie gesagt, ziemlich schwierig. Aber solche gröberen Kanonen, solche Schwenk-Shotguns wie das Teil hier, die sind wirklich praktisch, wenn das Hauptziel zerstört wurde, nur weil es ein bisschen in eine andere Richtung schießen möchte. Ui, das sah gar nicht schlecht aus, oder? Wie fandst du das? Kam ziemlich Ja, gut. also bei mir ist es immer so schnell, mein Computer zeigt mir immer nichts an. Ich sehe erst auch keinen Schaden. Ja, bei mir liegen hier Erdblöcke direkt an der Wand. Das heißt, hier ist wahrscheinlich ziemlich was kaputt. Ja, wenn Und du wir hier sehen es Blöcke bloß nicht. reinsetzt, dann wird der Schaden angezeigt. Ja, das sind diese blöden Bugs hier, das ist immer... Ja, also irgendwo hat sie hingeschossen, wie man schon sieht.
Jetzt fliegt es auf jeden Fall in die Luft. Genau, AT&T hätte niemals diesen Krater verursacht. Also ein großer Teil davon ist von dem Treffer gerade eben. Der wurde jetzt auch gerade, ja, aufgedeckt sozusagen. Ja, Gut, also also, eigentlich war es das jetzt auch schon. ja, David hat es schon gesagt, die Kanone mit 360 Grad Schusswinkel haben wir jetzt hier nicht stehen. Wenn ihr dazu wieder ein bestimmt, also ein ganz eigenes Let's Build praktisch haben wollt, dann schreibt es auch in die Kommentare und dann schauen wir, ob wir das hinkriegen. Ja, und genau. Wie gesagt, zu den Kanonen noch, die sind, oder so ein Feedback, oder was, nein, nee, Fazit. Sie sind ziemlich, sie schießen leider nur wenig Projektile ab, bis auf, wie sie hier links, diese Version. Ansonsten ist es ein Pluspunkt, dass sie sehr gut zielbar sind, generell. Dadurch auch die letzten verbleibenden gegnerischen Ziele zerstören können. Und das Zielen ist halt nur ein bisschen schwierig, das ist wieder schlecht an denen, aber ich denke mal, einigermaßen gut kann man mit denen schon zielen. Auch wenn man sozusagen ein TNT-Kanonen-Neuling ist. Und vor allem diese Kanone hier links empfehle ich euch sehr, wenn ihr einfach Massenzerstörung haben wollt. Vor allem auch sozusagen etwas gezielte Massenzerstörung. Genau, das nächste Video, wenn ihr nicht noch das Video zu den Nachladehilfkanone oder so, halt die Kanone, wo man ja die das Nachladen vereinfacht mit Pistons. Dann haben wir als nächstes Video vor, euch die Streukanonen da ja vorzustellen. Man kann sie auch Flechtenkanonen nennen, halt Kanonen, die sehr, sehr, die vor allem viele Projektile abschießen. Das ist deren Markenzeichen sozusagen. Ja, jetzt Und verrat aber nicht so viel. ja, also ihr werdet auf jeden Fall in dem Video brutale Kanonen sehen, die auch unter anderem auch unsere stärkste Kanonen, die wir bis jetzt haben. Und ja, gut. Also wir hoffen, das Video hat euch gefallen. Ihr könnt es liken, wenn es euch gefallen hat. Wenn es euch sehr gefallen hat, könnt ihr uns abonnieren. Wir würden uns darüber sehr freuen. Schreibt was in die Kommentare, wenn ihr was zu kommentieren wollt. Und ja, gut. Dann Bis war's zum das. nächsten Mal.